Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video. Und in der heutigen Ausgabe, da werden mich bestimmt einige jetzt für hassen, weil sie denken, was bildet der sich ein? Aber das ist mir egal, denn ich habe einfach schon zu oft gesehen, wie sowas den Lernfortschritt von vielen Anfängern bis leicht Fortgeschrittenen kaputt macht. Um was geht's? Es geht um Tipps und Tricks von Profi-Gitarristen. Und mit Profi-Gitarristen, wen meine ich da? Jetzt nicht, im Speziellen meine ich Tom Quayle, weil der ganz oft solche Sachen loslässt. Und im Nicht-Speziellen eigentlich alle Profi-Gitarristen, die nicht auch hauptberuflich Lehrer sind und auch Anfänger unterrichten. Denn die meisten Profi-Gitarristen unterrichten keinerlei Anfänger, wie zum Beispiel Frank M. Bailey, John Petrucci, unterrichten keine Anfänger, obwohl der nie so Sachen loslässt. Aber egal, es geht einfach um Tipps und Tricks. Und du solltest da einen gewissen Filter anschalten. Und das möchte ich dir heute mal anhand von zwei Beispielen, möchte ich dir das einfach mal klarstellen. Die beiden Beispiele sind Aussagen von Tom Quayle. Und jetzt, viele mögen jetzt denken, ich mag Tom Quayle nicht. Das ist absolut das Gegenteil der Fall. Ich finde, das ist ein unglaublich genialer Gitarrist. Ich habe all seine Kurse gekauft, ja, für ein paar hundert Euro. Und der Mann ist, wenn du fortgeschritten bist, eine unglaublich geile Quelle der Inspiration, weil er anders denkt und weil er um die Ecke denkt und weil er dann jemanden, der schon die Grundlagen seit 20 Jahren geübt hat, weiterbringen kann. Ja? So, und da steckt jetzt aber auch schon die wichtigste Aussage von diesem Video drin. Du musst immer gucken, von wem du dir Tipps und Tricks holst. Und die Tipps und Tricks, die du als jemand bekommst, die du als jemand brauchst, der schon lange Gitarre spielt, sind andere als die, die du brauchst, wenn du anfängst oder wenn du leicht fortgeschritten bist. Damit ich nämlich ganz klar ausdrücke, möchte ich das hier mal ganz klar definieren, anhand von zwei Beispielen. Erstes Beispiel. Es gibt ein Video vom Tom, wo er praktisch eine Live-Practice-Session macht und wo er sagt, dass er niemals Skalen vom Grundton ausübt und dass er niemals Skalen-Fingersätze übt. Okay, das guckt dann jetzt jemand, der zum Beispiel bei mir auf gitarrenlehreronline.de ein Abo gebucht hat und schreibt das ins Forum und sagt, du sagst in deinem Grundkurs Solospiel, wir sollen die Tonleiter so üben. Aber der Tom Quayle sagt, Doppelpunkt. Ja, so. Wo ist der Denkfehler? Ganz einfach. Der Tom Quayle hat, als er angefangen hat, Gitarre zu spielen, und noch nichts konnte und dann sein Gitarrenlehrer gesagt hat, hier, E-Moll-Pentatonik, mit 100.000%iger Sicherheit die E-Moll-Pentatonik, so geübt. Ja? Und das Ganze hat er bis zum Erbrechen geübt, bis er es so richtig, richtig gut konnte. So, dass er das heute absolut nie wieder so üben muss, weil er es schon kann. So, und dann kann der denken, okay, ich übe das immer nur in Intervallen. Das heißt, ich spiele jetzt nur eine Quinte und spiele dann die nächste Quinte. Oder wie auch immer er das macht, es ist ja auch egal jetzt, ja? Das kannst du machen, wenn du das schon kannst. Und das schon kannst, ja? Ja, das waren Achtergruppen oder Sechsergruppen. Ja, wenn du das schon kannst, wenn dir das langweilig ist und wenn dir das überhaupt nicht mehr reizt, wenn du einfach sagst, ah ja, E-Moll Pentatonik in Sechsergruppen, brrm, dann kannst du das auch anders üben. Dann kannst du sagen, okay, ich übe, keine Ahnung, Permutation. Ich übe die Skala linear übers Griffbrett. Okay, welche Töne habe ich? E, G, A, B, D. Ja, dann spiele ich hier. G, A, B, D, E. Ja, dann spiele ich einfach horizontal übers Griffbrett. Weil ich erstens weiß, wie jeder einzelne Ton auf dem Griffbrett heißt und weil ich zweitens weiß, aus welchen Tönen die E-Moll-Pentatonik besteht.
Wenn du anfängst zu improvisieren, bist du doch froh, wenn du einen von den Fingersätzen so gut kannst, dass du damit ein bisschen Spaß über einen Jam-Track hast. Dann denkst du doch nicht E, B, D, A. Und A, das war eine Quinte. Das ist in dem Stadium völlig Banane, das so zu denken. Es ist Unsinn. Ja? Immer schrittweise aufbauen. So, das war das eine Beispiel. Ne? Tom sagt, ich übe Tonleitern nie vom Grundton aus und ich übe nie Skalenfingersätze. Er müsste es eigentlich anders ausdrücken. Er müsste sagen, ich übe Skalen nicht mehr vom Grundton aus und ich übe keine Skalenfingersätze mehr. Dann wüsst auch jeder, was gemeint ist. Weil er einfach um Welten höher ist als ich und als du. Wenn jetzt gerade Tom oder Martin Miller selber zugucken, was ich nicht glaube. Gut, das war das eine Beispiel. Und wenn du jetzt schon denkst, aber wie lerne ich es denn richtig? Vor allem solche Sachen hier auf dem Griffbrett auskennen und so. Dann habe ich was für dich. Und zwar gibt es von mir einen neuen Kurs, der heißt Griffbrett Großmeister. Der fängt bei den einfachen Sachen an, wie zum Beispiel Skalen hoch und runter spielen. Und hört dann bei zum Beispiel Permutationen auf. Bespricht zum Beispiel auch das horizontale Spiel, zum Beispiel in G-Dur horizontal spielen. Ja, das Ganze in 10 Lektionen, von denen jede Lektion 4 Level hat, also 4 Stufen, wo du bei dem ersten anfängst, das kriegt jeder hin, Level 1 kriegt jeder hin und wenn dir dann langweilig ist, biete ich dir Level 2, Level 3 und Level 4 an und wenn du alle 10 von diesen Themengebieten, ja also jede Lektion behandelt ein Themengebiet, wenn du alle 10 auf Level 4 spielen kannst, dann kennst du dich richtig, richtig krass gut auf dem Gitarrengriffbrett aus und deswegen heißt der Kurs auch Griffbrett Großmeister, dann bist du nämlich ein Griffbrett Großmeister. Ja, also wenn du Level 4, wenn dir Level 4 langweilig ist, bist du ein Griffbrett Großmeister. Aber Warnung, das geht nicht in 4 Wochen und das geht auch nicht in 4 Monaten, das geht eher so in 4 Jahren, wenn du fleißig bist. Ja, das ist ein Kurs, der dich lange begleitet und 10 Lektionen und mehr Infos findest du einfach hier unten in der Beschreibung. Griffbrett Großmeister. Gut. Und jetzt habe ich aber gesagt, ich habe 2 Beispiele. Das andere Beispiel, muss ich kurz überlegen, wie ich das am besten formuliere. Genau, es ging um das Üben. Und das ist ein super Beispiel jetzt, weil der Tom Quay gesagt hat, es macht keinen Sinn, viele Sachen kurz zu üben. Du sollst dich an einem Thema festbeißen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Stunde zum Üben hast, dann üb nur dieses eine Thema. So, und da muss ich komplett widersprechen. Jetzt musst du aber auch wieder das Verhältnis sehen. Tom Quayle hat viele Sachen. Sorry, dass ich jetzt auf dem Tom so rumreite, ja, aber sorry Tom. Versteht mich eh nicht. Ist auch gut so. Aber ja, es ist einfach, es gibt einem Anfänger, der das sieht, eine falsche Info. Tom hat alle möglichen Themen auf der Gitarre bis zu einem Level geübt, dass man sagen kann, das kann er definitiv gut genug. Wie zum Beispiel Rhythmik. Tom muss nicht mehr Unterteilungen üben von Achtelnoten. Ja? 1 und 2 und 3 und 4 und das Ganze vielleicht mit Achteltriolen im Wechsel spielen. Ja? Und 2 und 3 und 4 und 1 allein, 2 allein, 3 allein, 4 allein. Das muss der nicht mehr üben, das kann der. Und er kann auch die rhythmischen Muster, die dazugehören. Das kann der auch. Der kann auch die ganzen 4 Klänge optimal spielen. Übrigens, alles, was ich gerade gespielt habe, ist auch in Griffbrett Großmeister drin. Nur so nebenbei. Ja? Aber das kann der schon. Das muss der nicht mehr üben. Das heißt, der muss seine Übezeit überhaupt nicht aufteilen in Sachen, die jeder Gitarrist können sollte, weil er das alles schon kann. Ja? Verstehst du das? Diese Systematik, ja, die ich hier gerade sage, weil ich sage nämlich, wenn du gut werden willst, musst du bestimmte Themengebiete einfach üben. Du musst zum Beispiel Skalen üben, ja, weil du brauchst sie, du brauchst die Skalenfingersätze. Irgendwann denkst du vielleicht anders, aber bis dahin brauchst du Skalenfingersätze. Dann musst du Akkorde üben, dann musst du Rhythmik üben, dann musst du dich mit Harmonielehre beschäftigen. So, und die meisten von euch, die hier zugucken, haben maximal eine Stunde Zeit zum Üben am Tag, weil die haben noch einen Job, haben Familie, ja.
Und dann musst du deine Übezeit aufteilen in sinnvolle Gruppierungen. Und ich sage immer, eine sinnvolle Gruppierung ist 10 bis 20 Minuten. Also wenn du dich 10 bis 20 Minuten mit einem Thema beschäftigst. Manchmal reichen auch 5 Minuten. Nur als Beispiel, bei Griffbrett-Großmeister habe ich es so gemacht, dass du jede von den Themengebieten 5 Minuten übst und dann praktisch 2 Chunks à 25 Minuten hast, die du jeden Tag übst. Also 50 Minuten. Und wenn du es dann mal so ein paar Wochen übst, den Griffbrett-Großmeister, kannst du auch 2 von den Sachen, nämlich die Rhythmik und die Phrasierung, kannst du einbinden in die anderen und hast dann 2x 20 Minuten, wo du praktisch auf dem Griffbrett fit wirst. Ja? Aber dazu musst du wirklich mit Stoppuhr, mit Handy und Stoppuhr da sitzen und sagen, das übe ich jetzt 5 Minuten und dann übe ich das andere. Denn wenn du das nicht machst, übst du das andere halt eben nicht. Ja? Du hast nicht 3 Stunden Zeit zum Üben oder 6, so wie ich in meiner Jugend, da habe ich teilweise 8 Stunden geübt. Ja? Aber die haben 95% von den Leuten, die mir hier zuschauen, haben die nicht. Und die Übezeit ist das knappste Gut, was ihr habt. Deswegen muss man sagen, okay, was ist wichtig zu üben? Ich muss das üben täglich, weil nur durch die tägliche Wiederholung wirst du besser. Ja? Und dann musst du dann halt das andere auch kürzen, damit du halt alles üben kannst. Und das ist einfach ein Fakt. Und wenn der Tom Quayle sagt, nee, beiß dich fest, dann meint er damit Leute, die die Grundlagen einfach schon drauf haben. Ja? Also um das jetzt mal von meinem Gitarrenlehrer online, die alle Grundkurse schon 100% sauber spielen können. Die können mal hingehen und können sagen, okay, ich übe jetzt mal vor meiner Übezeit, die eine Stunde ist, übe ich 50 Minuten nur Alternate Picking, da beiße ich mich jetzt fest. Aber da müssen diese Grundlagen von den anderen Sachen einfach schon stehen. Gut. Nochmal sorry an Tom. Er ist ein absolut genialer Gitarrist und seine Kurse sind für Fortgeschrittene. Kann ich nur empfehlen, guckst du dir an. Vor allem halt die Sachen zu Legato, das ist die Offenbarung, was er da erzählt. Gut, aber ich hoffe, dass ich dir jetzt mal so einen kleinen Denkanstoß gegeben hat, um Aussagen von so bekannten Gitarristen, die im Gegensatz zu dem deines Gitarrenlehrers, ob ich das jetzt bin oder ob das irgendjemand anders ist, ja, die einfach im Gegensatz stehen, einfach mal zu bewerten und mal zurückzugehen, von oben zu betrachten und zu denken, macht das für mich jetzt Sinn, diesen Tipp zu bewerkstelligen oder stehe ich vielleicht auf einer Stufe, wo ich gar nichts von diesem Tipp habe. Ja? Darum geht es in diesem Video. Gut, ich bin mittlerweile auch auf Instagram, @berndkills. Würde mich sehr freuen, wenn du mir da folgst, falls du auf Instagram bist. Ansonsten freue ich mich natürlich über jedes Kommentar. Oder hast du auch schon mal so einen Tipp gehört, wo jemand was empfohlen hat und du hast gedacht, trifft das jetzt auf mich zu? Oder du hast vielleicht den Tipp auch ausprobiert und er hat dir nichts gebracht oder hat dir vielleicht sogar was gebracht, wer weiß. Schreib es mir unten drunter, interessiert mich sehr, jede Story davon. Und ich freue mich über jedes Kommentar. Ansonsten Kanal abonnieren, Glöckchen drücken, wenn du mehr solcher Videos sehen willst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.